Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag, willkommen auf meinem YouTube-Kanal, ich hoffe, euch geht's allen gut. Es war 3-4 Wochen ruhig, folgendermaßen. Ich dachte, eine glorreiche Idee zur kalten, tristen, nassen Jahreszeit, aktiviert man sich ein zweites Skateboard, knallt sich abends auf eine Faszienrolle und trainiert dort seine Balance. Genauso auch vor 3,5 Wochen, genau hier, unkonzentriert auf das Board, Faszienrolle, innerhalb von einer Sekunde, knallt die Faszienrolle mit gefühlt 375 km/h in die Ecke, Board stellt sich schräg und ich knall da komplett drauf mit meinen Rippen. Ich lag dann hier ein paar Minuten, habe auch ein paar Sekunden überhaupt keine Luft mehr bekommen und dachte wirklich, okay, Feierabend, Ende Gelände, Schicht im Schacht. Nächsten Tag noch irgendwie so durch den Tag geboxt und gedacht, okay, wird schon irgendwo. Bin dann aber doch zum Arzt, habe dann eine Überweisung bekommen zum Radiologe, habe mich dort röntgen lassen und zum Glück war nichts gebrochen, aber massiv geprellt und ich habe mir irgendwo auf dieser Reise noch einen Virusinfekt eingeheizt. Bedeutet, 2 Tage später gab es 40 Fieber, Schüttelfrost, Husten und ich dachte, okay, Lungenentzündung, irgendwie durch die Rippen, dies, das. Auch wieder zum Arzt, die sagten, okay, ist ein Viruseffekt featuring die geprellten Rippen to the fullest. So die Kurzversion dazu. Heute gab es den allerersten Roller IRL-Stream hier in Berlin. Ich habe euch da einen kleinen Zusammenschnitt gezwirbelt und am Anfang gab es so ein bisschen Problematik mit Soundeinstellungen und so weiter und so fort, aber es hat hart Bock gemacht, also kommt gerne auch rüber auf Twitch und seid dabei, wenn wir da wieder einen Livestream aktivieren. Bleibt gesund, bis ganz bald, zieht euch die Zusammenfassung rein und schöne Grüße von meinen Rippen an eure, bleibt gesund. Ich glaube, es ist immer noch ein anderes Mikrofon. Ich sage euch, wie es ist, irgendwas stimmt nicht. Ey, wir haben es aber, ich sage euch, wie es ist, wir haben es. Ich glaube, das Kabel war ciao, das eine. Chiggly chuck, chiggly bang. We test everything. All around the world and all around the world. Das eine Kabel war im Sack. Und jetzt gucken wir nochmal, wie das ist mit dem Wind und so, Alter. Jetzt ist auch wieder Tornado, Rollergeräusche, tutte fulles, Tornado, Tornado. Ich glaube, wenn es halt so funzen würde, wäre geil. Man hört quasi fast nur deine Stimme. Okay, dann haben wir jetzt Decker, ey, One Love ist so. Aber wir sind da, wo wir hinwollen, ne? Wir sind da, wo wir hinwollen. Ich glaube, wir sind da, wo wir hinwollen, habe ich schon gesagt. Okay, wir haben grün, aber einen Bus vor der Nase. One Love. Bahnschiene und Roller ist auch eine ungeile Mischung. Muss man immer so steil hier. Zack. Ne? Wir fahren hier gerade durch Berlin-Mitte, Mann. Wir haben auf jeden Fall eine Übersteuerung entsteuert. Und es sollte besser gehen jetzt, Mann. Ich muss die Nase putzen, habe aber einen Rollerhelm auf, Mann. Dicker, was haltet ihr von diesen Lastenfahrrädern, wo die Kinder vorne drin hocken, wenn die auf der Schippe genommen wird? Digga. Also guck mal, jetzt ist Tornado, aber ich glaube, wenn ihr mich jetzt noch ansatzweise versteht, dann haben wir das richtig gut eingestellt, so wie wir es brauchen. Jetzt liegt es nur am Wetter so. Jetzt liegt es wirklich nur am Wetter. Guck mal, hier sind wir Europa City. Das ist einfach ein neuer Stadtteil hinterm Hauptbahnhof, Digga. Gib mal da Tan frei. Ey, Digga, da vorne ist wieder einer. Ey, ist so krass, Mann. Ich sehe immer wieder Leute mit kurzen Hosen. Da vorne ist einer mit so einem Longsleeve und kurzer Hose. Na klar, gehen wir kurz einkaufen. Ich sag mal so, auf ihrer Frontleiste sehen Sie die Siegessäule in Berlin. Na klar. Alter, hier ist aber auch wieder überall Rambazamba, ne? Überall Alarm. Und stell mal vor, im Sommer, wenn wir einfach mit einem T-Shirt bekleidet auf dem Roller durch die Prärie schippern können. Geil oder geil? Ich glaube geil. Sag dir, wie es ist, Mann. Ey, und Roller auch so nice. Ich habe vorhin getankt. Voll getankt, 7 Euro. Sound ist mega, ey. Vielen Dank, mein Lieber. Also, ey, aber Livan ist so und Steffen, die da Geduld hatten und die ganze Zeit Feedback gegeben haben. Sonntags ist hier ein geiler Markt. Ein geiler Markt, aber ein richtig geiler. Ganz klar. Ja, Mann. Ey, man glaubt auch immer so IRLs, als es rausgehen und einfach Handy anmachen. Ey, leider nicht, ne? Guck mal, ich habe nicht Bock, so durch Berlin zu laufen mit so einem Stativ in der Hand. Weil man irgendwie in Deutschland einfach noch, es ist einfach so, dass du, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, ey, es war immer ein komischer Vibe. Die Leute haben einen immer komisch angeguckt, es war nie so wie in anderen Ländern, in Thailand oder so, die Leute feiern das eher. Wenn einer keinen Bock hat, dann geht er nicht zur Cam, aber Deutschland und IRL finde ich halt einfach schwierig. Deswegen, da habe ich keinen Turn drauf mit dem Stativ, boah, Decker, Tornado. Mit einem Stativ durch Berlin zu rennen. Aber so habe ich hart Bock, Digga. Und mit dem Fahrrad konnten wir halt nicht so große Strecken dann zurücklegen, weil, weißt du, dann bist du am Strampeln so und redest dann die ganze Zeit noch. Ich glaube, diese Roller-Styles auch gern mal nachts so, ne? Gucken wir auch mal, wie die Qualität da ist. Als ich nach Berlin gezogen bin, war das unser Wohnzimmer.
Backflash, Mann. Schichkan, Alter. Hier vorne Schloss Charlottenburg. Ey, wenn man Zeit hätte, im Sommer hätte ich auch hart Bock, Alter. Ey, mit dem Roller durch Deutschland ballern und streamen. Aber das wäre auch geil, so Landstraßen einfach. Wie viel kann man jeden Tag machen? 100 Kilometer oder mehr? Guck mal, 3 Stunden fahren ist ja easy. Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Jetzt sind wir ja auch schon so 2 Stunden am Tuckern. 3 Stunden fahren, dann hätte man so 120 Kilometer. Und gut ist, weißt du, richtig, man. Dann wären wir halt in 4 Tagen, wir könnten praktisch von hier nach Heidelberg mit dem Roller ballern. Dann bräuchte man halt 1-2 Wochen Zeit auf ganz entspannt. Und halt, wenn regnet, ist halt scheiße so, ne? Wenn regnet, ist halt Ende Gelände. Dann, glaube ich, ist das Hauptproblem, dann kommen wir nicht weiter mit einer SIM-Karte, Digga. Ich meine, man könnte es auch einfach mal testen, dass man, keine Ahnung, ein bisschen nach Potsdam oder so ballert. So eine Rollertour wäre schon saftig, knaftig, fabelhaftig. Richtig Rambazamba. Ey, guck mal, und die Tanknadel hat sich kein Stück verändert. Wir fahren seit 2 Stunden durch die Gegend. Ich habe vorhin für 7 € vollgetankt. Das Krasse ist, wenn man selbst halt irgendwo wohnt, ist es so normal für einen, weißt du, ich meine. Aber allein hier gibt es ja so viele Spots, an denen ich auch noch nicht war und die auch für einen Stream geil werden, so, weißt du. Also als ich hergezogen bin damals, war bei mir auch noch ganz anders. Ich meine, da bin ich halt auch noch feiern gegangen, man hat auch, es war ein anderes Leben so. Ich glaube, bei mir war erst so diese Corona-Zeit, die so noch mehr Handbremse reingeballert hat, so. Dass man, also... Also mit Club kannst du mich jetzt zum Beispiel jagen, Digga. Also jetzt abends irgendwo sich fertig zu machen, vorzuglühen und in irgendeinen Club zu gehen, das ist so weit weg von meiner Vorstellung. Hier zur Linken haben wir Europa Center. Genau vor Corona war ich in Thailand 1,5 Monate, habe ich auch schon 10.000 Mal erzählt. Und ich glaube zu der Zeit, also in Thailand war ich auch das letzte Mal so richtig feiern. Ich glaube, dann kam ich zurück, März 2020, dann war direkt die wäre Zeit. Ich glaube, seitdem war ich war seitdem in keinem Club mehr, glaube ich. Warte mal, war ich seitdem in einem Club? Also nicht, dass ich es wüsste, Mann. Oh, HD-Kennzeichen, Heidelberg, One Love. Was sagt ihr zu Elektrorollern? Gut oder schlecht? Aber was machst du, wenn du unterwegs bist und der Akku ist leer? Ist doch auch scheiße. Also so mit so einem Ding fahre ich halt zur Tankstelle. Ich bin echt happy, Leute, dass wir das heute gemacht haben. Damit wir die Einstellung haben, Mikrofon. Geil, Mann, wirklich. Und es ist Tornado, Digga. Und ihr versteht mich trotzdem, Mann. Boah, schönes Moped, Alter. Guckt euch mal das Motorrad an, Alter. Hey, guck mal, hier vorne war mein Laden so. Ich glaube, da ist immer noch das Schild. United Way. Ja, da ist es immer noch. In der Gasse einfach früher. Da haben wir auch schon ein bisschen Streamy gemacht. Oh, das hängt aber schräg, Digga. Hier oben ist es noch. Sashiko Sushi und unten drunter United Way Berlin, Alter. Digga, das waren einfach massive 3 Jahre, Mann. Hier ist so ein Kitchen zur Rechten. Hier war ich letztens in der neuen Mar-Filiale, auch geil. Kantstraße ist einfach, was Essen angeht, auch ein guter Schnack, Alter. Hier ist Mar, Korean Barbecue, Digga. Und der ist halt einfach über Hightech. Der Laden ist so Hightech, direkt neben dem Superhahn. Schön entspannten Sonntag, seid nicht so gestresst wie die Autofahrer in Berlin. Wenn es manchmal länger dauert an der Ampel, ist es halt so. In diesem Sinne, one love to the fullest, bleibt sauber.